Mit der ICL können wir fast alle Sehfehler korrigieren. Das heißt Kurzsichtigkeit bis minus 18 Dioptrien, Weitsichtigkeit bis plus 10 Dioptrien und Hornhautverkrümmung bis 6 Dioptrien. Man kann auch Alterssichtigkeit korrigieren, indem man spezielle Techniken dabei verwendet. Die Augen werden ein bisschen unterschiedlich korrigiert. Und in der nahen Zukunft werden wir auch Linsen haben, welche eine spezielle optische Form haben, um die Alterssichtigkeit noch genauer, noch besser zu korrigieren. Falls es noch einen Patienten oder ein Auge geben sollte, welche einen größeren Sehfehler hat als 18 Dioptrien oder eine größere Hornhautverkrümmung, kann man häufig auch die Implantation einer Phakenlinse mit einer Augenlaseroperation kombinieren und dadurch erhöht sich natürlich noch das Spektrum der Sehfehlerkorrektur um einige Dioptrien.